Helmut Kohl weiß, Altgrätz ist eine der Gemeinden, die bei einem Deichbruch meterhoch überflutet würden. Alle helfen hier mit, neue Schutzdeiche zu bauen. Helmut Kohl will den Leuten zeigen, dass sie nicht allein sind im Kampf gegen das Hochwasser. Die Bundeswehr hat den Auftrag, die vordere Deichlinie zu halten. Alles andere erklärt es nochmal, Herr Minister. Doch der Kontakt zum Volk wird immer wieder gestört von den Fotografen und Kamerateams, die den Kanzler bedrängen. Sorge zu tragen, können Sie nicht wirklich mal eine Minute Vernunft haben? Einige Einheimische können denn auch den Besuch Kohls wenig abgewinnen. Viele Leute hier sagen, man sollte lieber den Bundeskanzler als Sandsack hinlegen, würde man 10 leere Säcke einsparen. Doch Kohl, beharrlich, tröstet, verspricht unbürokratische Hilfe, lobt die neu entstandene Solidarität. Ein Medienspektakel sicher, schon vorgeplänkelt zum Wahlkampf vielleicht, aber viele der mitgereisten Journalisten nehmen Kohls Besuch durchaus ernst. Dass die Leute schon als Motivation sehen, zumal, gut, viele sagen, was bringt es den Leuten, aber wenn er nicht käme, dann wäre mit Sicherheit, wären die Leute auch enttäuscht und würden sagen, er fährt nicht mehr ins Krisengebiet. Wenn ein Politiker kommt, sieht das bei hohen Politikern zuweilen unfreiwillig komisch aus. Wenn ein Politiker nicht kommt, kriegt er auch Hiebe. Er hat seinen Urlaub unterbrochen und das registrieren die Leute, aber jeder weiß, er wird so schnell wie möglich wieder am Wolfgangsee sein und seinen Urlaub weitermachen, während die Leute hier weiterackern. Tatsächlich verlässt Kohl den Oderbruch am Nachmittag, ohne viel Konkretes versprochen zu haben. Für die Freiwilligen und die Armee geht der Einsatz mittlerweile weiter. Wenn sie den Bruch der gefährdeten Deiche noch 3 oder 4 Tage länger verhindern können, soll für den Oderbruch das Schlimmste überstanden sein. So glauben jedenfalls die Fachleute.